Außer sehen, ob Skippen gedrückt. Jetzt bin ich bei Danke, der Suche davor. Hat er angeboten gehabt, einen Weg, einen anderen Weg zu finden, in dem Spiel irgendwie mit irgendwas. Ich hab's aber jetzt nicht mehr so richtig gesehen, weil es so schnell ging. Also wir sind da jetzt hier. Danke, der Suche. Der Suche ist der Kopf hinter dem Spiel, aber falls du einen Kämpfer brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich habe Level 10 vor ein paar Tagen erreicht. Beeindruckend. Ich werde definitiv von euch beiden profitieren. Aber bis ich meinen Ausdruck wieder habe, kann ich nur mit einem von euch spielen. Es gab keine Zeit zu verlieren. Meine Wahl des Spielpartners war schon früher getroffen worden. Bald darauf installierten Hiroki und Daisuke die Ausrüstung und warteten das Spiel. Endlich, ich lockte mich ein und setzte das Spiel dort fort, wo ich es verlassen hatte. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das nächste, was ich tun musste, war, mich für eine Aufgabe zu melden. Ich habe viele ähnliche Spiele gespielt. Und ich wusste, dass die Aufgaben, für die man Geld bekommt, nicht einfach sein können. Aber ich hatte keine Angst, weil ich diesmal nicht alleine war. Und los geht's. Bist du bereit? Nun. Ich bin bereit. Sicher. Dann können wir uns sofort für die Aufgaben melden. Oh, sorry, ich bin etwas erkältet. Überprüfe deine... warum? Stotter ich hier mal. Gut. Weiter geht's nochmal. Überprüfe dein Inventar. Wir müssen dafür sorgen, dass wir genug Essen und Trinken haben. Wer weiß, wo wir am Ende landen. Richtig. Ich hätte das fast vergessen. Ich bin so aufgeregt, wieder im Spiel zu sein. Goldenen Regeln im Schattenzeit. Und in anderen Spielen dieser Art. Ich bin niemals ohne einen Heilungstrank, eine Karte und ohne eine gute Waffe irgendwo hinzugehen. Ich war stolz auf meinen Schattenwindlangbogen und konnte es kaum erwarten, ihn zu benutzen. Ich könnte ein paar Pfeile mehr besorgen. Was meinst du? Aber natürlich stimme ich zu. Obwohl ich weiß, du stehst noch am Anfang, also falls du Geld brauchst. Das ist nicht nötig, aber danke. Ich überprüfe mein Inventar und um zu sehen, wie viel Geld ich noch übrig hatte. Ich habe 15 Münzen. Das ist alles, was ich bekam, nachdem ich mich für die Aufgaben beworben habe. Ich hoffe, es wird reichen. Hallo? Hallo, willkommen. Was kann ich für dich tun? Nichts! Nicht, welch ein Schande. Vielleicht kann ich deine kleine Freundin helfen. Ich habe aus meinen vorigen Fehlern gelernt und beschloss, ihn zu ignorieren. Ein kleiner Tipp, Moon, kauf nie billige Tränke. Wir müssen uns später beim Händler und Schmied ausrüsten. Sicher, dass wir alles finden, was wir brauchen? Natürlich. Du solltest besser mehr bezahlen und sicher sein, dass du kein Gift gekauft hast. Nun, wir können es nicht wissen, bevor wir es nicht versuchen.